das ist gut gekleidet. Was ist hier? Aber die Rüstung ist halt echt perfekt für meinen Spielstil. Voll cool. Warte, ich bin in der Nähe. Ach da! Gefunden. Hab ich gefunden. Vorwärts. Entschuldigung. Oh, da war ja jemand. Tut mir leid. Guten Tag, die Herren, die Damen. Da oben ist er, ne? Ella. Ella. Da ist er. Chere, hast du eine Athena-Rüstung zu verkaufen? Sie ist für Diokles Begräbnis. Timotheos kann die Rüstung seines Vaters zurückkaufen, wenn er will. Aber billig wird das nicht. Wie meinst du das? Diokles verkaufte mir seine Rüstung erst kürzlich. Timotheos sagte, die Rüstung wurde gestohlen. Also, ich habe sie hier und ein Dieb bin ich nicht. Ich habe sogar noch eine Athena-Rüstung. Nicht ganz so schön, aber für das Begräbnis reicht sie sicher. Lol. Es war irgendwie, irgendwie kommt es mir nicht so, nicht so überraschend vor. Der war nicht so, so toll. Ich kaufe Diokles, Rüstung. Ich kaufe die billige Rüstung. Ich kaufe beide. Gib mir die Rüstung, sonst, klatsche ich dich. Ich komme später wieder. Ich bin für 4, ja, lol. Nein. Ich nehme die billigere Rüstung. War ja klar, dass ein Söldling die billige Rüstung nimmt. Bitte sehr. Alles erledigt. Ich sollte jetzt zum Begräbnis. Was sollte das denn? So, jetzt will ich doch die 4. War ja klar, dass ein Söldling die billige Rüstung. Hast du gesehen, was ich anhab? Ich niese und du fällst um. Naja, egal. Ich nehme die billige Rüstung, weil der mich angelogen hat. So klar. Her, na los! Naja, okay. Wo muss ich jetzt hin? Ja, wird nicht mehr angezeigt, aber ich glaube, ich weiß noch, wo das war. Also hoffe ich. Also so wie ich mich kenne, werde ich das nicht finden. Aber ich glaube, ich schau mal. Ich schau mal. So. Gut. Und weiter. Ein Pferd. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Okay, wo muss ich hin? Wo waren das? Das war doch hier in der Stadt. Und ich kam... Nee, das war hier. Oh, ich bin falsch abgebogen. Das ist hier. Und los. Ach, Tobi, du bist ja schon wieder in der falschen Stadt. Los. Ja, ja, wiege, bagger, wo. So. Soll ich mich mir gleich mal wieder was einschenken zu trinken? Hab ich noch was? Ja. So im Wald. Das ist gar nicht gesund. Hier.
Was ist eigentlich mit Tobi passiert, dass er immer an seine Cam denkt? naja. Ich streame jetzt länger. Da bist du ja. Hast du die Rüstung, um die ich bat? Hier ist die Athena-Rüstung. Sehr gut. Jetzt können wir ihn anständig begraben. Jeder Krieger sollte in den Farben seines Staats begraben werden. Ja, das stimmt. Vielen Dank für deine Hilfe. Gern geschehen. Jetzt brauche ich nur noch ein Ölopfer für die Zeremonie. Ich sehe, was ich tun kann. Vielen Dank. Das bedeutet mir viel. Ich sollte meinen Vater ankleiden. Söldling! Irgendwelche Neuigkeiten? Ich habe mich um die Banditen gekümmert. Jetzt, da mein Pater gerecht wurde, kann ich ruhiger schlafen. Diese Malakes haben ihre Tat nicht zufällig gerechtfertigt, oder? Wieso haben wir übrigens gerade nichts gesagt, dass der andere uns angelogen hat? Finde ich nicht okay. Dein Vater hatte Schulden, es war sinnlose Gewalt. Ja, ich sag Ihnen die Wahrheit. Euer Vater schuldete Hypatos, dem Anführer der Banditen, jede Menge Drachmen. Was konnte er denn mit diesem Abschaum zu schaffen haben? Wichtig ist, dass sie für ihre Verbrechen bezahlt haben. Vielen Dank, Cassandra. Nun kannst du ganz ungestört trauern. Ich sollte sofort Timotheus davon erzählen. Wenn du für das Begräbnis bleibst, bin ich mir sicher, dass ein Weinopfer meinem Pater viel bedeutet hätte. Timotheus bat mich, auch etwas Öl zu holen. Wo kann ich die Opfergaben finden? Hat er? Ich meine, du solltest eigentlich alles, was wir brauchen, am Hafen finden können. Ich bin bald zurück. Jetzt machen wir auch einen Lieferdienst raus. Ja, logisch. Okay. Aber natürlich befinden sie sich an feindlichen Gebieten. In feindlichen Gebieten. So. Na los. Na los, komm. Los. So. Da ist das Tor. So. Da ist auch wieder ein Ausruf. Komm. So, ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Und los! Wo darfst du dich nicht erwischen? Da vorne? Ah, den könnte ich ja töten. Hallo? Also ich töte den. Ich wollte eigentlich versuchen, das ohne Gewalt zu holen. Aber das ist halt so mittendrin. Wow. Ein bisschen Grafikfehler. So, Entschuldigung. Ich muss mal kurz hier rein. An sich kann ich das ja wirklich schaffen, ohne bis auf den, ohne jemanden zu töten. Also ich kann es schaffen, ob ich schaffe, das ist eine ganz andere Frage. Also, Tobias, was war das Letzte, was bei dir in der Hauptstory war? Warst du da nicht? Das war das mit dem... wie hieß der... Warte mal.
Nee. Entschuldigung. Ah, verdammt. Mit den... Wie hieß der? Wieso schaue ich bei denen, die ich... der da? Der Höker, genau. Ich wollte die ganze Zeit Köter sagen, aber das ist was anderes. Ja, so mit dem Höker und den Theater, wo wir den getötet haben und ein bisschen mehr Infos über unsere Martha bekommen haben. Unsere Mutti. Ich habe den Wein. Ich könnte das Öl holen oder einfach zurück zum Begräbnis gehen. Ich habe beide aufgegangen. Ich sollte zurück zum Begräbnis gehen. Was sehen meine Augen? Nichts. Überhaupt nichts? Sehr seltsam. Bist du blind geworden? Bin ich blöd oder was? Den muss ich ja noch ein bisschen auch Höker Köter. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr skillen, damit der unsichtbare Pfeil mehr Damage macht. Will ich die jetzt eigentlich flatten? Ich meine, es ist halt, ja, mei. Also an sich könnte ich jetzt auch einfach gehen. Aber mache ich nicht. Ich räume hier auf. Das muss ich ja früher oder später eh noch machen. Ist das nicht schön? Niemand hat was gemerkt. Gruppenkuscheln. Nein. Ich laufe da wieder einen Wolf an. So. Und der noch weg. Wo ist hier die Schatztruhe? Also Gefangenen gibt es hier noch. Da ist ein Schatz. Da ist die Tafel. Da ist ein Gefangener. Okay, das weiß ich schon. Okay. Oh nee. Ich sehe besser nach. Wieso brennt hier das Feuer? Wurde Alarm geschlagen? Aber nicht wegen mir. Aber warum wurde Alarm geschlagen? So langsam nervt es. Ja, so langsam nervt. Oh, ich hab's das erste Mal gemacht. Jetzt hör auf zu schmollen hier. Ja. Oh. Guten Tag. Oh. Das tut mir leid, aber ich muss hier aufräumen. So. Und der nächste kommt auf allen Vieren. Schleichangriff. Und du bist tot. Ist das nicht schön? Ich fange mal hier ab. Oder doch nicht. So, dich befreie ich mal. Entschuldigung. Ich danke dir.
Gerne, gerne. Immer gerne. So, dann. Nicht so laut. Ja, das war eure Gefangene. Erkennst du sie nicht? So. Oh, wow. Das war ja erfolgreich. Wieso verstecke ich den halt eigentlich? Naja. Macht der Gewohnheit. So, einen kleinen Schatz. Und wieso war der eine Bruder eigentlich so irritiert, dass wir den Auftrag hatten, ja, Öl zu holen? Hm. Irgendwas Komisches geht bei den beiden vor. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, dann machen wir mal. Und kein Haus. Ah, die Zoffeln, glaube ich. Wie konnte ich so dumm sein? Noch mehr Blut vergießen, Lykinos? Pater musste gerecht werden. Ich habe mich darum gekümmert. Du hast dich darum gekümmert? Meinst du, damit endet es? Kassandra, du gibst mir doch recht, oder? Ja, naja, wir haben ja selbst gesagt, ist heute nicht genug Gewalt geflossen, ne? Lykinos hat recht, Rache war unausweichlich, Timotheos hatte recht, oder hat recht, Gewalt erzeugt Gegengewalt, natürlich die Nummer 2. Rake ist natürlich für Nummer 1, friedlicher Junge wie er ist, aber... Gewalt erzeugt immer Gegengewalt. So ist es halt. Timotheos hat recht. Es war kurzsichtig, die Banditen zu provozieren. Wenn ich mich richtig erinnere, machtest du dir weniger Sorgen, als du bezahlt wurdest. Nun ist wohl der Vater von jemand anderem deinetwegen gestorben. Der nächste Kopf ist dann deiner. Das würde dir gefallen, was? Was? Warum sagst du so etwas? Seit ich hier angekommen bin, bist du nur gemein zu mir. Es tut mir leid, Lykinos. Ich will dich doch nur nicht verlieren. Wir haben doch nur noch einander, seit Pater tot ist. Wir sollten mit dem Begräbnis fortfahren. Hast du die Opfergaben? Ich habe, worum ihr beide gebeten habt. Ich danke dir. Wir danken dir. Ich kann mich selbst bei Kassandra bedanken. Wie alt ist der 2? Möge euer Vater friedlich über den Styx reisen. Lykinos, komm, wir müssen den Altar vorbereiten. Ja, gleich. Ich würde dich gern noch einmal sehen, bevor du die Stadt verlässt. Bitte, komm zu mir nach der Zeremonie. Wir sehen uns, Söldling. Ich kann mich selbst bedanken. Mimimi, ja, ganz genau. Ja. Ja, Quest angenommen. Was? Habe ich, was? Wieso habe ich mehrere Quests angenommen? Was ist denn los? Ich werde überflutet. Habe ich denn jetzt angenommen? Berufliche Orientierung und Wunden vergangener Tage. Okay. Berufliche Orientierung als Vorwand. Um jetzt Zeit mit der Adlerfrau zu verbringen, bot Lykinos Kassandra an, ein Abendessen für sie zu kochen und bat sie dafür, einen Hirsch zu jagen. Hat er das?
habe ich nicht mitbekommen. Als sie Timotheos Übungen an der Klippe sah, forderte Cassandra den ehemaligen Krieger zum einfachen Übungskampf heran. In Essen, also bis bald. Alles klar, Rake, viel Spaß und guten Hunger. Wir machen ja auch nicht mehr lang. Ja, dann schauen wir mal, was der so für. Was der so will, der Kleine. Die kleine Rabauke. Oh Mann. Wie hat er so ein. Also sowas wie kleine Rabauke also sofort an Curry. Curry. TTT-Folge erinnert. Der kleine Rabauke. Pan. Meine liebe Cassandra, hier drüben. Hast du einen Moment? Ja, natürlich. Ich wollte dir nur noch für alles danken, was du für mich getan hast. Woran denkst du denn? Dichten mag mein Beruf sein, aber es steckt noch mehr in mir. Ich bin auch ein sehr talentierter Koch. Lass mich dir ein herrliches Festmahl zubereiten. Ja, na gut. Das würde mir gefallen. Toll. Es gibt da nur eine Sache. Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Jagd nach Zutaten. Also wortwörtlich. Ich dachte, du verwöhnst mich. Nach allem, was wir durchgemacht haben, stimmst du mir sicher zu, dass ich besser in der Liebe als im Krieg bin, oder? Besser in der Liebe, was? Besser in der Liebe? Wir werden sehen. Nein! Das hoffe ich. Das wollte ich nicht sagen. Was soll ich denn für dich jagen? Für das Gericht brauche ich Wild. Irgendein Wildtier, das in der Nähe herumläuft, sollte reichen. Triff mich an den Stallwänden beim Hypermnestra-Lager, sobald du was hast. Nein, das wollte ich nicht. Oh, Cassandra. Das ist nicht dein Typ. Wieso Motten? Nein. Na dann, viel Spaß mit ihm. Gut, also es gibt so viele andere potenzielle Leute. Krallen dir Tobi? Nein, ich will nicht. Der hat Mimimi gemacht. Ich stehe nicht auf Männer, die Mimimi machen. Mimimi. Ich schaue erstmal mein Inventar an. Das ist. Und danach gehe ich shoppen. Mimimi. Ich kann mich helfen. Ich kann mich selbst verabschieden. Oh, Schlangenstab. Alter, was ist das denn? Jo, wir sind jetzt Ägypter. Sind wir dadurch dann Magier geworden? Nein, Spaß. Einfach alles weghauen. Ist keine Miete zahlt. So. Was haben wir hier bekommen? Das da ist uninteressant. Eigentlich, jetzt haben wir quasi die perfekte Rüstung und alles, was wir jetzt bekommen, ist einfach nur. Nein, danke. So. Gibt natürlich genau jetzt bei uns auch Essen. Dann ciao, Flo. So, besorge Hirschfleisch. Und sie streifen durch die südlichen Wälder. Ah, will ich das machen? Ich schaue erstmal, was. Warte, bekomme ich was dafür? Außer ein Rendezvous. Alte Flammen brennen hin. Ja. XP bekomme ich dafür, okay. Sprich mit Timotheos.
Die Verführung eines Bruders. Okay. Da drüben ist er. Showing. Hallo. Noch ganz viele von deinen Freunden getötet. Ich finde es so cool, dass der Adler hier weiter so geflattert um mich rum. So cool. Mag ich voll.